So, heute befindet ihr euch in Mannys Backstudio. Ich möchte heute einen Käsekuchen backen, der weltbeste Käsekuchen, den ihr dann auf Facebook sehen könnt. Ja, wir gehen heute in einfachen Schritten vor. Ich mache immer ein bisschen richtig was her und zeige es euch dann, wie es funktioniert. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, jetzt habe ich soweit den Teig schön in die Springform eingearbeitet. Ja, so schön gerade hineingemacht. Seht ihr das hier? So, das Auge ist ja mit, muss ja alles perfekt sein. Braucht ja alles seine Rundungen, wie es auch ist, gell? Weil das Eckige muss ins Runde. Nee, nee, hier ist rund ins Runde rein, gell? Ja, und jetzt geht es weiter zum nächsten Schritt. Den zeige ich euch auch jetzt. So, der nächste Schritt ist jetzt hier. Ich habe alles in meinen Mixer eingearbeitet. Ja, ihr seht es, alles drin, sieht perfekt aus. Das muss jetzt halt noch das Ganze verrührt werden. Ja, das muss ich alles machen. Das ist alles reine Handarbeit. Ja, nicht wie viele meinen da, och, das geht elektrisch. Nein, Handarbeit, seht's ja. Ich muss mit der Hand hier drehen. Ja. Es ist schon nicht so einfach. Ja, jetzt muss ich halt das Ganze erstmal auf kleiner Stufe erstmal so drehen lassen. Bis es halt erstmal schön verrührt ist und keine Brocken und nichts drin sind. Es muss richtig schön geschmeidig sein, ja? Und wenn es dann weiter ist, dann zeige ich euch das nächste, wie es dann weitergeht. Ja, der Mixer, der läuft und läuft und läuft, aber der läuft immer im Kreis, wunderbar, wie ich es gehört, ja. Kreis rund, immer im Kreis, perfekt. So, danach müsst ihr natürlich auch noch das Ganze dann, wird dann in die Springform hier reingegeben. Ja, und wenn das dann drin ist, das zeige ich euch dann noch, geht es dann weiter zum Backofen. Ja, ihr braucht auch einen Backofen, das ist ganz klar. Nee, ihr braucht keine, ich brauche eine. Den habe ich auch hier, könnt ihr auch mal sehen. Hier habe ich meinen Backofen. Und in den Backofen, der ist jetzt momentan eingestellt auf Temperatur und Umluft. Da kommt dann der super gute Käsekuchen herein und wird dann gebacken. Aber wie gesagt, da haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit. Erst muss quasi die Käsekuchenmasse in die Springform reingebracht werden. Jawohl. Also gleich geht's weiter. So, jetzt haben wir soweit die Masse fertig. Jetzt werden wir die erstmal schön nehmen. Sieht gut aus, lecker. Perfekt. Und werden Sie hier in die Springform reinschütten. Perfekt. So muss es sein. Jawohl. So. Perfekt. Bis jetzt sieht alles gut aus. Ja. Wenn ihr natürlich da Vorschläge habt oder was, könnt ihr selbstverständlich auch mir schreiben. Meine E-Mail-Adresse steht ja oben auf der Seite mit drauf, wenn ihr reinschaut. Und dann gern Kritik, wenn ihr sagt, ja, das ist gut, das ist perfekt oder das ist schlecht. Ich bin für alles. Bin für alles da. Ich sehe das nicht so eng. Ja. Wenn ihr meint, es ist schlecht, ihr braucht ja nicht zu essen. Ich esse. Ich esse. Aber wenn ihr schreibt, es ist gut, vielleicht backe ich euch auch mal ein. Ja, möglich. So, jetzt geht's dann weiter. So, jetzt haben wir den Backofen auf Temperatur gebracht. Ja, und der Käsekuchen ist schön im Backofen. Jetzt lassen wir ihn ein bisschen backen und später schauen wir mal, wie es aussieht. So, jetzt sind erstmal 20 Minuten vergangen. Jetzt schauen wir mal ganz vorsichtig und leise nach unserem besten Käsekuchen. Ah, der sieht doch schon schön aus. Hein? Langsam kriegt er schon Farbe und sieht gut aus. Aber wir müssen uns ein bisschen gedulden. Wir schauen dann nochmal später rein. Und ja, das wird langsam. Bleibt dran. So, jetzt ja, haben wir noch 6 Minuten Zeit. Aber jetzt kommt mal der Moment. Mal gucken, wie unser Käsekuchen jetzt mittlerweile aussieht. Oh, was?
Sieht der nicht hervorragend aus? Hä? Weltbester Käsekuchen aus Mannis Backstudio. Der sieht doch perfekt aus. Da kann man doch nichts sagen, oder? Ja, ich muss euch sagen, du. Eigenlob stinkt. Aber es ist so. Ich bin wirklich sprachlos. Ich habe meinen Käsekuchen gesehen. Wahnsinn. Wahnsinn, wie der aussieht. Lecker. Und ja, ich weiß, langsam. Ich muss euch da noch was erzählen. Ich habe da auf Fatzebock da, wie das heißt, habe ich gelesen. Da hat Bayern 1 Werbung gemacht. Ist ja ganz schön. Ja, und die hat dann gesagt, naja, Käsekuchen, gefällt er euch? Ja, was soll ich da groß sagen dazu? Normal, was Bayern 1 macht, ist ja ganz klar, dass es gut ist. Aber ich habe gesagt, das ist nichts. Der Käsekuchen gefällt mir wirklich nicht. Und habe ich denen einfach geschrieben, wisst ihr was? Macht eure Musik weiter, das könnt ihr. Und den Käsekuchen, den backe ich. Und das habe ich jetzt gemacht. Jetzt muss ich natürlich noch warten, bis es der Käsekuchen abgekühlt ist. Ja, und wenn er abgekühlt ist, dann kommt er aus der Springform raus. Wenn er aus der Springform rauskommt, dann kommt da noch ein bisschen Zauberpulver drauf. Ich mache den noch fertig. Ihr könnt den noch sehen. Abwarten. Es wird ein Hingucker. Und wenn der schmeckt, dann setze ich ihn auch wieder auf Fatzebuck mit rein. Und da bin ich mal gespannt, ob Bayern 1 auch mir eine Bewertung gibt. Und zur Not backe ich den Kuchen nochmal. Nur für Bayern 1. Und ich weiß, ich werde das Ding gewinnen. Also, jetzt warten wir noch 5 Minuten und dann holen wir mal den Keller raus. Also dann, ich bin sprachlos, ich bin echt sprachlos. Aber wir warten ab, was rauskommt, gell? Da ist er. Ei, ei, ei. Der weltbeste Käsekuchen aus Mannis Backstudio. Lecker sieht er aus, lecker, lecker. Aber noch nicht fertig. Da fehlt noch was. Moment, da fehlt noch was. So, jetzt kommt der große Moment. Jetzt bin ich mal gespannt. Der Kuchen ist aus dem Backofen draußen. Jetzt wollen wir mal gucken, wie er ausschaut. Könnt ihr mir mal sagen, ob das gut ist oder weniger gut ist? Ich bin für jede Kritik offen. Probieren wir das Beste mal. Jetzt schau du mal her, du. Guckt euch das mal an. Sieht das lecker aus. Aber halt mal, da müssen wir erst den Deckel schon runter machen. Da muss erst der Deckel runter. Vorher geht es ja gar nicht, gell? Weil mit Deckel gar nicht. Also, machen wir mal die Hülle. Lassen wir sie fallen. Lass die Hüllen fallen. Guckt mal da. Sieht das nicht lecker aus? Das ist ja klasse. Also muss ich wirklich sagen, der hat mir richtig Spaß gemacht. Und das Schöne dabei ist ja das, bei so einem Kuchen, lecker. Ich hoffe, dass ich jetzt bessere Karte habe, als der bei Bayern 1. Wenn es euch gefällt, Daumen hoch. Ihr könnt auch mal Videos auf YouTube abonnieren. Das heißt, es kostet nichts, gar nichts, kein Pfennig. Aber dann seht ihr, sobald ich ein neues Video reinstelle, wisst ihr, der Hesemanni ist wieder on und hat was Neues reingesetzt. Ihr könnt aber auch gern an mich E-Mail schreiben. Habe ich extra für euch eingerichtet. Da geht ihr rein und schreibt hesemanni65@yahoo.com. Jede E-Mail wird von mir persönlich bearbeitet und beantwortet. Also, und ich hoffe, ihr schenkt mir einen Daumen hoch auf meinen gelungenen Kuchen. Bis dann, euer Hesemanni.